Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Haul von zwei Surprise-Boxen für dich, denn man konnte eine Estee Lauder Surprise-Box bestellen und eine Six Mystery Bag. Also wenn du Bock drauf hast, die beiden Bags, Taschen, was auch immer, mit mir zusammen zu durchstöbern und anzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja. Ich möchte gerne mit der Six Mystery Bag anfangen. Das ist diese Tüte, die man kaufen konnte. Die habe ich zusammen mit dem Adventskalender gekauft. Ich weiß nicht, ob der schon online ist oder ob der noch online kommen wird. Und ja, da wollte ich jetzt mal reingucken. Da sollen Produkte in einem sehr hohen Warenwert drin sein. Und ja, ich weiß nicht, ob sie noch gibt. Verlinke ich euch in der Infobox. Ich habe es auf jeden Fall auf Instagram gepostet. Da heiße ich AiduaP, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Schau da gerne einfach mal vorbei. Und ja, dann machen wir mal hier diesen Klebi auf. Okay, hier sind allerlei Tüten und sowas drin. Das ist echt wie so eine Wundertüte für Kinder, die man damals tatsächlich kaufen konnte. Ich greife jetzt einfach mal immer rein. Okay, hier haben wir das erste. Und da sind Perlenohrringe, glaube ich, drin. Also ich hoffe, dass hier auch wirklich brauchbarer Schmuck drin ist und nicht so ein Killefit oder sowas, ne? Dass die quasi ihr Lager leergeräumt haben. Das finde ich jetzt ein bisschen blöd. Da ist noch so eine Luftpolsterfolie drum zu. Ist ja alles hier 1A. Verschlossen. Finde ich aber ehrlich gesagt super, dass die drin sind, weil ich habe auch so Perlenohrringe. Und die sind schon mittlerweile ziemlich spackig. Das heißt, das sind jetzt meine neuen Perlenohrringe. Trage ich super gerne im Alltag, so im Büro und so, ne? Ich weiß nicht, wäre jetzt total cool gewesen, wenn hier hinten die Preise draufstehen. Naja, werde ich euch raussuchen. Falls ich das irgendwie finde, blende ich euch das ein. Six hat ja auch eine Homepage, da müsste es ja auch irgendwo draufstehen, ne? Ja, hier steht auch nicht so viel drauf. Schade. Naja, aber gut, ja. Sind halt Fake-Perlen, ist klar, ne? Dass wir hier keine echten Perlen drin haben. Hätte ich jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt gewollt. Hier sind Scrunchies drin. Yay! Ja, das erfreut mich natürlich tierisch. Leute, ihr wisst, ne? Ich bin nicht so der größte Scrunchie-Fan des Universums. Also gar nicht. Aber, naja. Da ich ja auch selber Adventskalender packe, kann ich sowas auch verwenden, um es da reinzupacken. Ansonsten habe ich ja hier auf Instagram auch, auf Instagram hier vor allem, ne, hier auf YouTube immer die Möglichkeit, Sachen zu verlosen. Auch hier steht kein Preis drauf. Es sind zwei Scrunchies von Annalisa, irgendwie wohl designt. So ein hellblaues und so ein dunkelblaues mit Funkelviechern drauf. Ist eigentlich ganz süß, ne? Ja, packe ich, glaube ich, dann echt in einen Adventskalender. Besteht aus Polyester. Und das sind halt Scrunchies. Was will man da groß zu sagen? Gut. Das nächste Tütchen. Okay, das ist wohl ein Haarband. Es waren so Beispielbilder abgebildet, was theoretisch drin sein könnte. Ich habe halt gehofft, dass diese Haarviecher nicht unbedingt drin sind. Oh, es ist einfach noch ein Scrunchie. Ja, okay. Das ist ganz hübsch, ne? So schwarz, blau, ach Quatsch, blau, rot, weiß. Das ist so ein bisschen maritim. Auch das ist was, was ich weitergeben werde, weil nein. Okay, bislang waren nur die Perlenohrringe ein Knaller für mich. Dann haben wir hier das nächste, das ist eine Kette. Die sieht recht cool aus. Wie so ein Horn. So eine Wikingerkette scheint das zu sein, ne? Mhm. Ist jetzt auch irgendwie hoch. Ja, nicht so etwas, was ich mir jetzt im Laden kaufen würde, um ehrlich zu sein. Das ist eine lange Kette. Und das ist, ich würde sagen, Roségold, ne? Dann hast du da unten halt so ein Horn dran. Also ich mag ja so gerne solche langen Ketten auch, ne? Das mag ich wirklich. Kann sein, dass ich die behalte. Wobei so ein Horn, was soll das ausdrücken? Okay, hier haben wir jetzt Best Friends Forever. Irgendwie so ein Set drin. Okay, ja, das ist mit einem Briefumschlag. Ich weiß nicht, warum man sowas dabei packt. Vielleicht, um das zu verschenken. Ach so. Ach so, das ist, man kann das seiner besten Freundin dann schenken. Und hier ist halt eine Kette mit einem Unendlichkeitszeichen. Die Kette an sich finde ich schön. Ich denke, die werde ich für mich dann behalten, ne? Normalerweise würde man sowas dann ja geschenkt kriegen, aber da ich halt keine klassische beste Freundin habe, schenke ich mir das jetzt einfach mal selber. So, hier haben wir ein, oh, guck mal,
Hier haben wir einen Flyer drin. Hey Love, Mix and Match mit den 14 Pieces aus unserer Mystery Bag. So viele Styles, so viele Möglichkeiten, von klassisch bis angesagt, von elegant bis ausgefallen. Lass dich inspirieren und teile deine Lieblingslooks unter Hashtag 6SSWAS. Kann man machen, muss man nicht. Ich mache ein Video darüber. Viel Spaß beim Zuschauen. Okay, dann haben wir hier... Oh, das ist so ein Piercing-Set. Okay, das ist jetzt nichts für mich, weil ich habe jetzt eigentlich nur Ohrlöcher und mehr halt nicht, ne? Da ist halt für, wenn du ein paar mehr Ohrlöcher hast als zwei. Ich habe jetzt hier zwei Ohrlöcher, da habe ich eins. Und das, was man hier an den Seiten so sieht, das sind halt Earcuffs, ne? Die kannst du halt so rausnehmen und wieder reinmachen. Aber ich habe halt keine Löcher da drin, weil ich mich sowas einfach nicht trauen würde, weil ich einfach eine Schissbuchse bin. Deswegen habe ich auch hier nur ein zweites Ohrloch und hier habe ich kein weiteres zweites Ohrloch. Denk mal drüber nach. Jo, das ist, ne, für Leute, die halt wirklich so viele Ohrlöcher haben, glaube ich, ganz cool. Aber man kann es natürlich auch nehmen, um das ganz normal als Ohrring zu verwenden, würde ich jetzt so sagen, ne? Die sind dann vielleicht ein bisschen kürzer von den Stielen her, ne? Von den Steckern her. Aber das kannst du dir auch überall an dein Ohr machen. Warum muss man dafür das dann hier... Da stecke ich mir jetzt aber keine vier weiteren Ohrlöcher, Leute, ne? Aber so finde ich das eigentlich ganz süß. Und das werde ich auch verwenden. Doch, Beauty! Weiter geht die wilde Reise. Also die Tüte ist wirklich gut gefüllt, ne? Das muss man sagen, da ist ganz schön viel drin. Das hier scheint jetzt irgendwie eine Kette oder sowas zu sein. Nee, das ist ein Armband oder ein Fußkettchen. Love Skin Waterproof 24/7 Long Lasting. Mhm. Das ist ein Bracelet. Gold-plated, also das ist Stahl, Stainless Steel, Edelstahl, ne? Der halt quasi mit Gold, das ist vergoldet, so sagt man das, ne? Ja, schön. Das heißt, es ist dann auch wirklich wasserfest. Also bei sowas bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil da bleiben gerne Härchen drin hängen. Das kann man offensichtlich aber auch verstellen, oder? Ja, man kann diese Kugeln nämlich verschieben, das finde ich ja cool, hier oben, ne? Das ist ein wirklich verstellbares Armbändchen. Das finde ich eigentlich ganz hübsch, doch. Hier haben wir noch wieder so ein Scrunchie. Yay. Scrunchies sind auch dieses Jahr irgendwie voll im Hype oder waren im Hype. Ich weiß es nicht. Ich finde das aber auch echt nicht hübsch, ne? So, hier haben wir Earcuff und Ohrringe. Mhm. So, das wäre ja wirklich prädestiniert für mich, aber es ist mir persönlich einfach zu bunt, wenn ich ehrlich sein darf. Weil dieser Earcuff ist ja auch mal kunterbunt, ne? Da hast du halt wirklich für zwei Ohrlöcher unten und oben dann ein Earcuff mit dabei. Es ist eigentlich ganz süß, aber für mich persönlich wäre das tatsächlich zu poppig. Das ist nicht so ganz meine Welt. Das ist versilbert tatsächlich sogar. Wow, nicht schlecht. Hier geht aber die Post jetzt ab. Es gibt ja durchaus auch Menschen, die keine Ohrlöcher haben. Das hier sind Ohrklipser in Roségold. Alter, die sind ja immer fett, oder? Die sind riesig. Also, ne, brauche ich bei mir jetzt einfach nicht tragen, weil ich habe Ohrlöcher. Und Ohrklipser finde ich persönlich auch überhaupt nicht angenehm an Ohrringen, an Ohrläppchen, weil ich dafür wahrscheinlich auch einfach zu dicke Ohrläppchen habe. Also, ich meine, ne, die sind schön. So diese kreolenartigen Dinger. Aber die sind einfach viel zu klobig. Boah, sind die krass. So, hier haben wir wieder Ohrstecker. Ach, die sind aber auch ganz süß. Auch wieder aus dieser Annalisa LE scheinbar. Anna for Six. Ja, mit so Schmetterlingen und dann noch so Ohrstecker mit dabei. Das ist eher ins Kindliche, würde ich jetzt so sagen. Ne? Also sind ganz hübsch auch diese Schmetterlinge. Aber würde ich jetzt so nicht tragen, weil, nicht nur, weil die mir wirklich zu jugendlich sind, sondern auch, weil meine Haare sich da drin verfangen würden. Das würde mich nerven. Okay, hier haben wir auch wieder Kreolen. Die sind aber riesig. Das hier sind aber halt richtige Reinsteckkreolen und die finde ich ja mal richtig geil. Auch aus dieser Annalisa-Kollektion, die sind versilbert. Die finde ich enorm schön. Also ich denke, dass jeder auch in seiner Tüte irgendwie was anderes drin hat. Aber das ist jetzt einfach mal so, was könnte drin sein. Ne? Das ist wohl das zweite Mal, dass sie diese Aktion fahren. Und es gefällt mir schon, was ich hier vor mir habe, muss ich sagen. Doch. Ein bisschen was haben wir noch in der Tüte drin. Also ich fühle mich, als hätte ich Six ausgeraubt, ganz ehrlich. Ne? Das sind wieder Stecker. Ich würde schon sagen, dass wenn man diese Box bestellt, dass es Sinn macht, dass man Ohrlöcher hat. Weil hier sind ja so viele Ohrstecker und sowas drin. Ansonsten hat man, glaube ich, echt so, dass man das ein bisschen blöd findet. Aber, ne? Das nur so. Wow, das ist auch aus dieser Annalisa-Kollektion und die sind ja richtig blinky-blinky, ne? Ich
weiß nicht, sehen für mich jetzt ein bisschen günstig aus, wenn ich ehrlich sein darf, weil das halt sehr, sehr kitschig aussieht. Aber ich weiß nicht, wenn ich wirklich so einen ganz klassischen Look, wie jetzt heute zum Beispiel, ne, und dann das dazu, könnte auch sehr, sehr gut aussehen, dass man halt, oder so ein Abendkleid dazu, ich glaube, das funktioniert dann auch wiederum ganz schön. Aber ich finde es ein bisschen krass, um ehrlich zu sein. Es funkelt und glitzert hier wirklich extrem. Okay, dann haben wir hier... Nee, ich nehme alles zurück. Die sind dezent. Jetzt kommen wir zu was Heftigem. Also das ist kitschig. Das ist laut und das ist Klimbim. Und ich finde die nicht schön, ne? Ich bin ja ein Fan von Blumen. Ich bin ein Fan von der Natur und von vielen Dingen. Aber, also von vielen. Aber das ist Blinky S. Blinky AF. Abgekürzt. Und, krass. Alto Belli. Ja, das ist wirklich krass. Also da kann ich verstehen, dass sowas in einem Mystery Bag landet und jetzt nicht so generell gekauft wurde, um das mal so zu sagen. So, und jetzt habe ich hier das letzte. Da ist wieder so ein Sortiment dran. Also da ist ein Allerlei bei. Aber hier fast alles nur Ohrgeschichten, ne? Also fast alles nur Ohrringe und sowas. Das ist jetzt so ins Goldene. Da kann ich mir vorstellen, diese roten Hängeviecher, also die mit den roten Blinkies unten dran zu tragen. Die finde ich ganz schön. Wobei die anderen, wenn ich die jetzt so auch solo betrachten würde, auch ganz schön aussehen. Wobei sich in diesem mittleren, da würden sich meine Haare auch wiederum drin verfangen. Das wäre nichts für mich. Und die äußeren würde ich hier oben so einen als Stecker nehmen, ne? Ja, ist ganz hübsch. Also die Mystery Bag hat sich schon gelohnt. Ich weiß nicht, was ich dafür... Ich glaube, 35 Euro habe ich dafür bezahlt. Ne? Ich habe es euch eben hier eingeblendet. Ich würde schon sagen, dass sich das gelohnt hat. Ne? Kommen wir zu der etwas hochwertigeren Bestellung. Hierfür habe ich ungefähr 100 Euro ausgegeben. Ich verlinke euch auch mal, wo ich das bestellt habe. Denn dort, wo ich das bestellt habe, habe ich auch noch was gratis mit dazu gekriegt, was sich hier in diesem Täschchen befindet. Beziehungsweise, nee, was sich hier in diesem Täschchen befindet. Hier befinden sich nämlich noch andere Sachen drin. Dieses Täschchen war so eine Geschenkverpackung. Und da habe ich ein paar Proben gekriegt. Einmal die Lancôme Teint Idol Ultra Wear in der Farbe 03 Beige Diaphane. Genau diese Foundation trage ich gerade auf dem Gesicht, jedoch in der Farbe 1. Und das ist schon recht dunkel für mich. Wandert auf jeden Fall in den in Probenbehälter, wo ich auf Instagram mal ganz viele Proben verlosen werde. Dann ein 7-Euro-Gutschein für Déclaré. Yay, meine Rechnung. Dann habe ich hier noch eine Probe, zwei Proben. Einmal Blue Marine Let You Love Me Eau de Parfum 1,2 ml. Ja, komm, Parfümproben habe ich ja mittlerweile ohne Ende. Und dann noch Leso Exorbitant 1,2 ml. Also exorbitant krasse Wasser quasi, oder? Oh, ist doch Wasser. Okay, was ist hier noch drin? Den habe ich mir, glaube ich, bestellt, damit ich keine Versandkosten bezahlen muss, ne? Ja, ich glaube schon. Von OPI ist es einfach der Nagellack-Entferner mit 30 ml. Genau, damit ich keine Versandkosten zahlen musste und eben die Shiseido Bag noch gratis mit dazu gekriegt habe. Dann gab es von Lancaster das Skin Life Hydra Serum mit 3 ml gratis mit dabei. Übrigens, auch diese Aktion habe ich auf Instagram geteilt. Falls du sowas nicht verpassen möchtest, dann folg mir gerne dort. Ne? Eduard P, Claudia rückwärts und ein P dahinter. Lohnt sich schon, denn da teile ich alles Mögliche, was mir so in die Finger kommt. Déclaré Good Mood Cream, ausgleichende Creme. Das ist ja auch so ein Pröbchen mit 3 ml. Und von Shiseido habe ich hier auch nochmal die Vital Perfection Overnight Firming Treatment Geschichte mit 1,5 ml. Und von Juvena of Switzerland die Serum Skin Specialist Cream Schlag mich tot mit 1,5 ml. Ja, solche Proben, wie gesagt, die wandern bei mir in die Probenbox. Und hier noch ein wirklich schönes Seidensäckchen, ne, was wahrscheinlich 100% Polyester ist. Aber das ist halt von der Parfümerie, nee, von Cosmetic Express, Entschuldigung, da habe ich es nämlich bestellt, die Geschenkverpackung, ne? Und ja, noch was, ne, Shiseido Set, Jinza Tokyo. Das gab es auch gratis mit dazu. Da haben wir zuallererst eine wirklich schöne Tasche. Also die ist echt sehr schön. Das ist tatsächlich auch eine schöne Klatsch, ne? Also die kann ich mir gut vorstellen. Wenn die jetzt noch einen Henkel hätte, würde ich die so ausführen. Und in dieser Tasche haben wir drin
Vital Perfection Uplifting and Firming Eye Cream mit 3 ml. Dann von Shiseido Beneficence Overnight Wrinkle Resisting Cream, also eine Antifaltencreme für die Nacht mit 30 ml. Des Weiteren war so bei Shiseido 15 ml Giga Hydrating Rich Cream. Das ist halt einfach eine hydratisierende und reichhaltige Creme. Und dann ist hier noch mit drin Shiseido Ginza Tokyo. Ich dachte erst, es wäre für Männer. Controlled Chaos Mascara Ink 4 ml Graphic Volume and Precision. Das ist einfach mal eine Mascara von Shiseido, Leute. Und die ist hier mit bei. Also eine sehr, sehr hochpreisige Gratiszugabe, wenn man das mal so sagen darf. Und deswegen habe ich da auch sehr gerne bestellt. Und die Estee Lauder Geschichte war ein bisschen teurer als jetzt bei anderen Online-Shops. Kommt da vielleicht mal ein bisschen mehr Produkt dran? Der untere Teil der Mascara hat sich leider noch nicht mit dem Produkt verbunden. Aber der obere Teil hat es. Es ist so ein bisschen oben dick, unten dick, in der Mitte zusammengelaufen und irgendwie auch noch platt gedrückt. Riecht tatsächlich sogar ziemlich angenehm. Genau, dann gebe ich auch ein bisschen mehr gerne für solche Produkte aus. Vielleicht mal ein Zehner mehr oder so, wenn man halt so eine Goodiebag mit dazu kriegt. Und dann kommen wir zu diesem schönen Schätzchen. Natürlich steht hier vorne drauf, was drin ist. Ich meine, bei dem Wert finde ich es auch vollkommen gerechtfertigt, dass man jetzt nicht die Katze im Sack kaufen soll. Jetzt mal ohne Witz, ne? Das Ganze beginnt halt einfach mit einem Produkt, was man rausnimmt, wo man einfach... Da geht einer Frau doch das Herz auf, oder? Also, ich gebe ja gerne Kosmetiktaschen weiter, aber diese Kosmetiktasche werde ich sehr, sehr, sehr sicher behalten und sie vielleicht einfach so für den Urlaub als Beauty Case verwenden. Und die ist auch wohl nicht in den Warenwert mit einberechnet worden. Die ist so schön. Also, fühlt sich total klasse an. Hat die auch noch einen schönen Henkel. Also, wenn ich damit auf Geschäftsreise fahre, dann bin ich, also, dann mache ich meinem Ruf als Tiffy, die ich gerne bin, doch alle Ehre, ne? Dann nehme ich da mein Beauty Case mit, laufe damit einfach sehr edel durch die Gegend. Finde ich scharf. Kann man natürlich bestimmt passt da auch mein Arbeitslaptop rein, nehme ich morgen mal mit zur Arbeit und gucke, ob da mit reinpasst. Dann habe ich nämlich jetzt eine neue Laptoptasche. Dann lüften wir doch hier einmal das Geheimnis. Oh, andersrum, damit nichts rausfällt, ne? Na, und doch fällt was raus. Okay. Tada! Also das sieht doch schon mal richtig, richtig schön aus. Natürlich, ne, das Inlay kann man rausnehmen und dann hat man halt einfach die Tasche. Oh mein Gott. Ich habe schon bei Franka's Favorites gesehen, die hat das auch schon ausprobiert. Mega. Das teuerste in der ganzen Geschichte ist natürlich hier dieses Serum. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Ich hatte das schon mal in klein, aber in der Originalgröße sieht das hammermäßig aus. Das kostet, glaube ich, 100 Euro. Estee Lauder Advanced Night Repair Synchronized Multi-Recovery Complex. Also das ist halt ein richtig krasses, hochpreisiges Serum, was man allein schon hier an der Kappe sieht. Ich meine, zieht euch das mal rein, oder? Hammer! Ich meine, dann will die Haut schon von ganz alleine edel aussehen, wenn du das verwendest, finde ich. Okay, dann habe ich hier noch weitere Pflege mit dabei. Und zwar, die hatte ich schon mal, die Estee Lauder Revitalizing Supreme Plus Global Anti-Age Cell Power Cream. Hier haben wir so eine kleine Geschichte mit 7 ml drin. Und die kannst du dann einfach als Nachtcreme verwenden. Also erst das Serum drauf, dann die Nachtcreme drüber. Hier ist noch mehr Pflege. Und zwar, das ist die Augencreme Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex Synchronized Recovery. Okay, also alles aufeinander abgestimmt. 5 ml. Vielleicht werde ich dann echt mal so langsam auf die Produkte dann umstellen. Also ich würde nicht empfehlen, das von jetzt auf gleich zu machen, weil dann bei meiner Haut ist es so, die rastet dann aus. Ich bin jetzt sowieso dabei, eine andere Pflegeserie so langsam einschleichen zu lassen und dann zu verwenden. Ich denke, als nächstes werde ich dann diese Pflegeserie einschleichen lassen, weil das schon... Ne, so High Class und so, finde ich voll geil. Ja, und dann haben wir hier noch etwas. Ist schon alles sehr, sehr gut hier drin befestigt, was ja auch richtig so ist, ne? Du kriegst es einfach nicht raus. Und zwar haben wir hier ein Gentle Eye Make-up Remover mit 100 ml. Das ist einfach ein Augen-Make-up-Entferner von Estee Lauder, der aber wahrscheinlich super teuer ist. Ob der irgendwas besser macht als der von Balea oder Isana, keine Ahnung. Ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Ja, und jetzt kommen wir zu der dekorativen Kosmetik. Hallo.
Oh Gott, okay. Ich möchte mit den Paletten anfangen, weil ich die so spektakulär finde hier. Hier haben wir die Estee Lauder Pure Color Envy Eyeshadow Palette in der Farbe Nudes. Die ist so hübsch. Ich weiß, dass Estee Lauder jetzt nicht so die krasseste Pigmentierung in den Produkten hat. Aber das ist das, was ich halt auch gesagt habe, als ich dieses Full Face geschminkt habe. Das ist mein Full Face. High-End-Produkte habe ich am Dienstag online gestellt, was gestern gewesen sein müsste. Video verlinke ich dir mal hier oben. Bei High-End-Produkten bist du eher dezent unterwegs. Da knallst du nicht so hin. Also da haust du nicht so auf Kacke, wie du das bei, meiner Meinung nach, ne? Wie bei BH Cosmetics zum Beispiel. Da will ich Farbe, da will ich hohe Pigmentierung haben. Bei diesen Produkten erwarte ich nicht, dass es eine Krawumm-Geschichte hat an Pigment oder an Farbspektrum, sondern da möchte ich einfach, dass es lange hält. Und das ist eben so mein Kriterium bei der Geschichte. Was ich einfach feiere, ist, dass wir hier hauptsächlich Schimmerfarben drin haben. Das sieht echt schön aus, ne? Und die wird jetzt nicht ultimativ krass pigmentiert sein, aber hoffentlich wird dann das ganze Kram auf dem Auge lange halten, nicht in die Fältchen rutschen. Und man wird sich einfach auch schon beim Schminken etwas edler fühlen. Und das finde ich ganz gut. So, jetzt habe ich mal so vier von der ersten Reihe, die ich jetzt hier auf dem Finger habe. Genau, also die sind jetzt ne, sehr zurückhaltend, aber sehr, sehr alltagstauglich. Ich stelle mir einfach mich vor mit der Tasche als ultimative Businessfrau. Tierisch, die dann halt sich damit auch mal ein schnelles Augen-Make-up zaubert oder wenn es dann abends auf einen Kundentermin geht, sich dann noch ein bisschen vielleicht ne, auffrischt und so und das ist schon cool. Okay, dann kommen wir zur nächsten Palette. Ja, das ist die Pure Color Envy Eyeshadow Palette in Glam. Hinten drauf stehen übrigens auch noch die Ich wollte gerade sagen, die Farbnamen, aber es ist Eyeshadow 01, 02, 03, 04. Nein, die haben keine Namen, die Farben. Genau, das ist dann eher so die Geschichte, die man dann so Richtung Abend trägt. Das ist die kühlere Variante von den beiden. Finde ich auch sehr, sehr schön. Kann man sich dann auch ein schönes, elegantes Smoky Eye mit schminken und ja, ist schon cool. Hat auch wieder hauptsächlich Schimmertöne enthalten und weniger matte Töne. Wobei hier der Schimmer kein Glitzer ist. Okay, die ist jetzt wirklich super schwach pigmentiert. Da ist jetzt wirklich nicht, das sieht nicht so ultimativ aus, um ehrlich zu sein. Ne? Da bin ich jetzt von der anderen Palette deutlich mehr angetan. Also von der warmen Palette bin ich mehr angetan als von der kühleren Palette. Muss ich aber echt mal auf dem Auge ausprobieren, ne? Weil das habe ich jetzt nicht die Möglichkeit, weil ich ja schon geschminkt bin. Dann haben wir noch eine Palette hier drin, aber das ist, glaube ich, eine Face-Palette, oder? Genau, das ist die Cheek-Palette Glow. Genau. Die ist, ach, ich mag diese Verpackung einfach so gerne. Und da hast du halt, upsala, Blush, Bronzer und Highlighter drin. Das sieht auch sehr, sehr schön aus. Riecht das überhaupt nach irgendwas? Nicht wirklich, nö. Okay, dann schauen wir uns mal die verschiedenen Töne an. Das ist natürlich schwierig, dass wenn man so ein Packaging halt oder so eine Mystery Bag oder wie auch immer hat, dass man halt auch wirklich die Töne trifft, die der Person stehen, die die Tasche kauft oder dieses Konvolut. Konvolut nennt man das so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind hier Blush, Bronzer und Highlighter. Aber wenn man das aufbauen kann, dann ist es schon wieder okay. Das weiß ich jetzt natürlich nicht. Der Highlighter könnte mir gegebenenfalls ein Tick zu dunkel sein, aber ansonsten sind das schöne, schöne Töne. Das gefällt mir schon echt gut. Ja, da muss ich mal auch wieder ein Full Face mit schminken, Leute. Das ne? Finde ich sehr interessant. Okay, aber wir haben ja noch Lippenprodukte. Da habe ich einmal hier den Estee Lauder Matte Sculpting Lipstick in der Farbe 333 Persuative. Das ist ein überzeugender Lippenstift. Sieht sehr, sehr edel aus. Also bei den Adventskalendern habe ich gesagt, ich behalte kein Rot, aber jetzt in dem Fall kann ich eine Ausnahme machen, weil das ist ja kein Adventskalender. Richtig schön. Und das ist so ein schönes Rostrot. Alto Belli, das ist schön. Hat so wirklich, ne, ein bisschen was Kupfermäßiges, ein bisschen was Orangiges mit drin. Sehr, sehr hübsch. Eine schöne Konsistenz. Du siehst natürlich auf der Verpackung jetzt jeden Fingerabdruck, ne? Muss man das mit sauberen Fingern anpacken und nicht alles durcheinander swatchen hier. Dann habe ich die Farbe 184 Knockout Nude. Das ist dieser hier. Und die haben hier auch wohl
so einen Spiegel mit dran, dass du dich dann auch to go noch ein bisschen nachschminken kannst. Ist auch schön. Und das ist halt ein echt schöner Nude-Ton. Der ist hübsch. Ja, der ist richtig hübsch. Oh, lala. Ne? Ein sehr gefälliger Ton. Also mir gefällt er auf jeden Fall. Gut. Dann habe ich noch ein weiteres Lippenprodukt. Und zwar ist es ein Lipgloss. Oh, ich mag dieses Packaging. Also ich mag dieses... Erinnert mich tatsächlich an Physicians Formula. Diese Schleifchen. Ich weiß nicht, wer damit eher unterwegs war. Estee Lauder oder Physicians Formula. Denn da habe ich ja auch einen Concealer von dieser Nude Wear Geschichte. Und auch eine Foundation. Ich habe da auch einen Blush von. Genau. Richtig cool. Ich glaube, habe ich da nicht sogar einen Broken? Weiß ich nicht. Was ist überhaupt für eine Farbe hier? Pure Color Envy 115 Flash Fire ist die Farbe. Das sieht so schön aus. Das ist, oh, mit so einem Pinselchen. Holla die Waldfee. Riecht mega süß. Den swatche ich jetzt mal hier. Oh. Das Pinselchen, das hatte ich bei Franka im Video auch gesehen. Ist am Anfang ein bisschen starr. Das muss man erstmal ein bisschen bewegen, weil ja, diese Pinsel wohl erst sehr starr sind. Keine Ahnung warum. Aber danach werden die schön weich. Ja. Oh, dann streiche ich. Ich streiche gerade so meine Hand. Entschuldigung. Das ist jetzt der obere Swatch. Auch wieder ein sehr, sehr schöner Ton, ne? Das ist hübsch. Kann ich mir auch gut vorstellen, das so über den nuden Lippenstift zu geben, um das noch so ein bisschen zu toppen. Mag ich echt gerne. Dann kommen wir zum letzten Produkt und das ist eine Mascara. Und zwar ist das die Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara. Die sieht auch extremst schön aus. Also ich mag solche goldenen Verpackungen gerne. Dann haben wir hier noch dieses, ich glaube E von Estee Lauder, ne? Ist da ja auch drauf abgedruckt, oder? Was ist das? EL, genau. Die habe ich tatsächlich schon hier und zwar in klein. Deswegen mache ich meine kleine jetzt mal auf, um euch zu zeigen, wie das Bürstchen aussieht. Das finde ich irgendwie besser, weil dann kann ich die gegebenenfalls auch mal verlosen oder sowas. Die hat ein extremes Bürstchen. Also da kriegt man fast schon Angst, wenn man das Bürstchen so sieht, um ehrlich zu sein. Ein kegelförmiges, zusammengehendes Kunsthaarbürstchen ist das. Die riecht schon sehr chemisch, aber ja, ich habe die schon mal verwendet, aber ich weiß nicht mehr, wie sie war. Sie macht auf jeden Fall den Anschein oder den Eindruck, als würde sie extrem geile Wimpern machen. Weil wenn ich so ein riesengroßes Bürstchen sehe, was halt, ne, dann denke ich wirklich, das schreit Volumen für meine Wimpern. Kann ich euch aber leider gerade noch nicht reviewen, aufgrund von, ich habe gerade eine richtig geile Mascara drauf. Wie gesagt, schaut euch das Video an. Geile Produkte waren da enthalten. Okay, ihr Lieben, das waren jetzt die zwei Mystery-Boxen und noch ein bisschen dies und das, was ich hier geöffnet habe mit euch zusammen. Ich bin mega gespannt darauf, die Produkte zu verwenden aus der Estee Lauder-Geschichte. Im Schmuck muss ich wirklich einmal in Ruhe durchgucken, was davon mir jetzt wirklich gefällt. Die anderen Sachen werde ich dann in Adventskalender geben oder ich werde sie an Freunde und Familie verschenken oder auch mal in eine Verlosung packen. Und ja, Mensch, ich freue mich drauf, hier die Sachen auszuprobieren. Aber gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!